Ich hoffe, es geht sich aus. weil ich muss ja auch arbeiten. Ja, ich muss ja auch Geld verdienen, ja, damit ich die Wirtschaft am Laufen halten kann. Äh, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Und als Erstes mache ich aber erinnern, weil es ist ja noch ein bisschen. Wir haben jetzt 1015 Grad. Also ich, ja, ist noch ein bisschen Huschi. Außerdem muss ich noch. Ähm, ich zeige euch einfach nachher, was ich machen muss, wenn ich es denn überhaupt mache, wenn ich denn überhaupt dazu komme. Ja, anfangen wie immer. In der Küche. Und heute habe ich schon um 6 Uhr Früh gearbeitet, das heißt, mein Mann hat heute den Kindern das Frühstück gemacht und die Jausenboxen. Und das muss ich euch zeigen, ja. das, ist, das ist typisch. Ja. So steht das da. Ja. Das ist, wenn der Tarek trinkt in der Früh mal einen Tee und da hat er gern Kandiszucker zucker drinnen. Ja. Und genau so steht das da. Ja, da ist nicht der Löffel heraus ja, und das vielleicht zu oder so. Nein! So, so. Aber ja. Seht, die Mutti macht schon nicht. Die Mutti wird alles wieder aufräumen, damit die Jungs wieder den Dreck machen können. Na wie immer. Wir gehen dann. So, als erstes muss ich mich sicher bei euch entschuldigen, weil ich glaube nicht, dass das Video rechtzeitig online kommt. Ich habe mir sogar kurz überlegt, ob ich es um 20.15 Uhr online schicken soll, zur Primetime. Weiß ja von der Länge her eine Stunde 21 Minuten ja doch mit einem Blockbuster mithalten kann. Man kann James Bond, weil James Bond dauert einmal mindestens zwei Stunden, ja, aber finde ich schon nicht schlecht, ja, also für ein normales Putzvideo. Und ich sage auch gleich dazu, ähm, nein, ich hab, bin zum Garten nicht mehr gekommen, weil an dem Tag, ich habe mich dann während des Arbeitens dazu entschlossen, doch das eine oder andere etwas genauer zu machen. Und im Endeffekt ist es dann wirklich ein Deep Clean geworden. Und somit ist sich an dem Tag nichts mehr ausgegangen und am nächsten Tag hat es geregnet. Ja. Und es ist jetzt Voice-Over-Tag, ist Donnerstag. Sprich, es ist jetzt da zehn. Ja, weil ich habe auch arbeiten müssen wie, wie schon erwähnt ja muss ich ja die Wirtschaft am Laufen halten es ist 10 Uhr und ich komme jetzt erst dazu äh, das Voiceover zu machen also habe ich mich da mit meinem Kaffee hergesetzt hm? hier mein Kaffee ja um das Voiceover zu machen weil ich muss eineinhalb Stunden ja blubbern ähm, und da habe ich euch ja gestern auf Instagram auch ähm, gesagt es soll mir ein paar themen geben und da war sie ja auch wirklich äh, habe ich wirklich ein paar paar themen bekommen die 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 ich dann auch gleich ansprechen werde wenn wir dann wenn wir dann dorthin kommen äh, was wollte ich euch sagen ja ich habe äh, wie gesagt einiges äh, Gedeep cleaned also einiges. Ich habe eigentlich relativ viel gediep cleaned Ich habe mir heute auch wieder meinen gelben Freund zur Hilfe genommen, in den Kercher, den Dampfreiniger. Ich habe ihn auch unten in der Infobox verlinkt, falls ihr euch interessiert, welchen, welches Teil ich denn da habe, um aufzuwaschen. Weil ich habe immer noch keinen... Wischsauger, Waschsauger, wie heißt das? Ja, ich habe es noch immer nicht. Ja. Ich konnte mich noch nicht zu irgendeinem Gerät entschließen. Und ich glaube, ich rede jetzt schon seit ich diese Videos mache davon. Ja. Also wirklich, ich rede jetzt echt schon seit zwei Jahren drüber über dieses diesen Wischsauger. Aber ich habe noch nicht das richtige Gerät gefunden. Ja. Meine Freundin hatte den Bissell, aber sie verwendet ihn kaum, ja, weil's, weil der Kehrer ja doch Besser ist. Es ist halt immer so, diese Kombi-Geräte haben halt doch gewisse. Da muss man halt Abstriche machen. Bei einem Kombi-Gerät muss man immer ein bisschen einen Abstrich machen. Das ist so wie mit den Waschmaschinen, die einen trockenen in einem haben. Du kannst ja, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber du kannst ja nicht die komplette Wäsche, die du gewaschen hast, dann in, drinnen lassen zum Trocknen. Also so war das zumindest früher. Deswegen. Eine Waschmaschine, ein Trockner und der Trockner, also der integrierte, oh Gott, wo der Trockner in der Waschmaschine integriert ist, der trocknet dann auch meistens länger. Ja, und jetzt hat man auch wieder eine, eine Kundin erzählt, sie hat so ein, hatte so ein Teil und da wurde die Wäsche, die hat den Trockner zwei oder dreimal aufdrehen müssen und man denkt, na gut, das ist ja jetzt auch nicht Sinn der Sache, dass ich dann äh, einen Trockner habe. Und dann muss ich den dreimal aufdrehen, bis die Wäsche trocken ist. Also da war man dann wieder beim, äh, bei der Stromverschwendung. Ne? Die ist ja auch ein Streitthema momentan. Ja, also diese ganze, dieser ganze ökologische Fußabdruck und CO2-Ausstoß, das ist ja jetzt echt ähm, in aller Munde. Ja, sagen wir es mal so. Bei uns in Österreich gibt es jetzt. Bald, bald Mitte 2022 gibt es diese CO2-Steuer. Das heißt, das Benzin wird teurer und wenn du mit Gas heizt, so wie wir, wird das auch teurer. Oder wenn du mit Öl heizt, wird das teurer. Angeblich gibt es einen Bonus, aber ich habe mich da noch nicht eingelesen, ja, weil ich, ich, ich kann es eh nicht beeinflussen. Ja. Ich finde es jetzt nicht ganz so leibend, weil... Ähm, ja, ich heize mit Gas und kann es jetzt auch nicht ändern, weil ich ja nicht, das ist nicht mein Haus, das ist ein Miethaus. Ja? Also und alle, die zur Miete sind, können ja den den Energieanbieter nicht beeinflussen. Und es wird ihnen sehr wohl dann draufgeschlagen werden auf Mieten oder sonst irgendwas. Das finde ich jetzt nicht ganz so geschmeidig. Ja? Aber okay, ist halt so was, was ich kanns jetzt nicht ändern, ja bin momentan sowieso ein bisschen überreizt von diesen, diesen ganzen Themen, sei es jetzt die, wir müssen uns alle ein E-Auto kaufen, ja, scheiß auf die Kinder, die in die Kobaltminen abbauen, ja, ich weiß, die bauen es für mein, für, mein, für mein neuestes Apple-Gerät, bauen sie auch in Kobaltminen ab, der braucht halt auch, mein Apple braucht, also mein Handy braucht auch Kobalt und mein Laptop, ja, wahrscheinlich nicht ganz so viel wie ein, wie ein Auto, aber ja, muss auch gemacht werden, ja, und ähm, Dörfer werden auch äh, überflutet wegen, oder nein, nicht überflutet, sondern ganz im Gegenteil, es wird ihnen ja das Wasser entzogen, ja, wegen Lithium oder Ranet ja, und ich habe auch Lithium in meinem Handy und meiner Uhr, ja, bla 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 bla. Ja. Ja, und für Benzinautos liegt die Pipeline im Ozean, die dann undicht ist, so wie gestern. Ist auch scheiße, ja, also ja, ja. Ich habe gestern zu, zu einer Kunde, bei der hat sich nämlich jetzt ein Tesla gekauft, also mein Mann hat sich einen Tesla gekauft und die hat man gezeigt. Das schaut, schon also ausschaut der ja wirklich nice, ja. Vor allem innen, das ist ein Flugzeug. Da ist nichts drinnen, außer ein Lenkrad und, und ein großes iPad. Ja. Ich total space irgendwie, ja. Und, und, ja. Zu so der hat dann gesagt, ja, ich scheiße jetzt drauf, ich kaufe mir so ein, ich kauf mir so ein Pferd und, und so, ein, so ein Kutschen, so wie die, die Amish People, ne. Seit diesen, diesen Wagen da so von unsere kleinen Farben mit, mit diesem Bogen hinten drauf, sage ich, den kaufe ich mir jetzt. Ich weiß zwar nicht, wo ich am Hofer Parkplatz damit stehen darf, aber mein nächstes Gefährt wird ein, 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 eine, eine Pferdekutsche. Ja, obwohl ich, ich bin kein Pferdefan, ich mag keine Pferde. Also ich, ich war nie reiten. Ich, ja, ich, 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 ich finde Pferde sind, sind eh schöne Viecher und alles, ja, ist eh toll. Ja, ich kann nicht reiten, ich wollte es ja nie machen. Ja. Mir sind die Gigara am liebsten in der Semmel, aber das darfst du einem Reiter nicht sagen, weil Wahnsinn, ja. Aber ja, das ist halt immer so nicht. Ich, ich bin halt Hundemensch, ja. Ich mag Hunde. Hab halt jetzt auch eine Katze. Der ist eh brav, ja, ist eh lieb. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich ein Hundemensch und kann mich halt, ich kann mich auch nicht für Fische begeistern. Ich würde mir nie ein Aquarium nehmen, ja, weil das, das ist die Uhr hocken. Das weiß ich von einer Freundin von mir, die haben eins. Ich meine, es schaut total cool aus, ja, und die haben so, die haben so Nemos drinnen und Doris drinnen, ja, und ganz viele andere Sachen. Aber das ist die Uhr hocken, ja. Das ist eine Technik dahinter bei so einem Aquarium, ja. Da hat der, der hat im Keller einen eigenen Technikraum für das Aquarium, ja. Ich meine, ich glaube, ja, der, der Heizraum ist es auch, ja, aber. Da ist noch ein Becken drinnen und dieses ist drinnen und jenes ist drinnen. Und einmal habe ich auf die, auf die Katze von ihnen aufgepasst und da hat irgendwas nicht funktioniert. Ich bin ganz panisch geworden und habe gedacht, um Gottes Willen. Ja. Abgesehen davon, dass ich mich von da ausgesperrt habe aus dem Haus. Ja, egal. Das war, da habe ich immer einige Sachen geleistet, wie ich auf die Katze aufgepasst habe damals. Ja. Die Katze lebt leider jetzt nicht mehr, aber sie ist sehr alt geworden. Ich glaube, die war 18 oder 17 oder 19. Ich weiß, sie, sie ist auf jeden Fall relativ alt geworden, die Katze, auf die ich immer aufgepasst habe. Ja, äh, jo. gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Von 100 Cent, 1000, bla, bla bla Na, wie auch immer. Ja. Äh, la Gut, reden wir mal über das, was ihr mir äh, da geschickt habt. Ich habe ja da ganz die Frage finde ich ja ganz super. Michael Hager von einem Mann. Michael? Okay, also Michael. <laughs> Wie würdest du reagieren, wenn du einen der Jungs beim Rumspielen erwischen würdest? Also wir reden jetzt wahrscheinlich nicht von Lego. Zwinker, zwinker. Ja, äh, ich habe schon einen erwachsenen Sohn. Ich meine, den habe ich nie damit da, dabei erwischt, ja. Also ich habe noch nie irgendjemanden dabei erwischt, ja, oh ja meine Eltern habe ich einmal. Oh, oh, das war ekelhaft. Ja? ja, was soll ich machen? Gar nichts. Ja? Ich tät wahrscheinlich sagen, und weh, du schmierst mir den Schmoder ins Bett. Sag, ja. Also, keine Ahnung. Ich, ich, ich wüsste nicht, ich würde wahrscheinlich. Na, lachen würde ich nicht, das wäre, glaube ich, jetzt nicht so gut, aber ich glaube nicht, dass man, dass das. Ähm, dass das passiert. Wie gesagt, ich habe auch meinen Sohn nie dabei erwischt, ja. Ich habe es ihm nur gesagt, wenn er spielt an sich soll er gefälligst Taschentücher nehmen und den Scheißdreck nicht ins Bett schmieren, ja, weil das finde ich grauslich. Aber okay. Und mein Mann hat immer gesagt, das kannst du mir ja nicht sagen, sage ich. Na, was, was, wie soll ich es ihm sagen? Ja? Ja, also er nimmt dann Socken, Na, im Socken finde ich es genauso grauslich. Für was gibt es Handtücher? Nein, Taschentücher oder Küchenrollen. Ja? Ich meine, hallo? Ja, also ja, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Dann, ähm, warte mal. Dann hat die Sunny mich gefragt, was ich von Horoskopen halte und was ich für ein Sternzeichen bin. Ich bin Schütze. Punkt 1. Ich habe am 16. Dezember Geburtstag, acht Tage vor Weihnachten. Ich kann euch nur so viel sagen, es ist geschissen. Also alle die so um den Dreh herum Geburtstag haben, Acht Tage vor Weihnachten ist absolut Arsch, weil ich hasse dieses Wort, äh diesen Satz, das ist für Geburtstag und Weihnachten. Und Geburtstagsgeschenke in Weihnachtspapier. Das ist ich glaube, ich habe es euch schon einmal erzählt, ja. Das ist für mich, das, das, das was weiß ich nicht, dann immer nicht Zeitungspapier oder oder keine Ahnung, ja? Ist ein, ein, ein Sackel oder oder ja, pack's in der biller ja? Aber in Geburtstagsgeschenk, in Weihnachtspapier finde ich total schrecklich, ja. Oder wenn man zum Geburtstag als Blume einen Weihnachtsstern bekommt, ja. Das ist, das ist wow. Und ich bin ja jetzt 46 Jahre alt. Und wie ich Kind war, hast du nicht das ganze Jahr über Geburtstagspapier bekommen oder solche. Da hat es einfach um diese Zeit nur mehr Weihnachtspapier gegeben. Und ich habe sehr sehr viele Geburtstagsgeschenke als Kind im Weihnachtspapier bekommen, ja. Und deswegen habe ich diesen Kram oft ja Ich finde das total schrecklich, ja. Aber ja, äh, so viel dazu. Und was halte ich von Horoskopen? Hm. Da kann das, das also. Reden wir jetzt von die aus der Zeitung oder die aus dem Internet. ja Heute ist ein toller Tag, sie haben 38% in der Liebe und passen Sie auf. Äh, Gesundheit haben sie nur 12 Prozent, das haben wir immer im Puls 4 im Frühstücksfernsehen. Ja, äh, ja ich höre, wenn das, wenn mein Sternzeichen kommt, schaue ich zu, pass auf, ja, aber ich habe es dann habe ich schon später vergessen. Also es ist ja es gibt dann auch die richtigen Horoskope die wo es dann wahrscheinlich ähm, wo dann mit einem Tag und 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 ähm, Uhrzeit und welcher Planet steht in welchem Haus oder sonst irgendwas Eine Kunde von mir macht macht sowas oder hat sowas gemacht ja nein macht sowas also Es ist ganz interessant wenn sie mir das erzählt ähm, also sie hat mir jetzt noch kein Horoskop gemacht weil das, das ist ja ist eine hoffen Arbeit weil da muss man sich ja wirklich anschauen wie wer wann, wo steht ja ich weiß nur dass ich im Aszendenten noch wieder bin und dass ab dem ich glaube ab dem 30. Lebensjahr der wieder noch ähm, also der der Aszendent dann im Vordergrund steht also ich weiß nicht ob sie das jetzt verbessert hat vom Schützen zum wieder also vom zum zum Herdelf ein bisschen sturen so ja das ist möglich ja es heißt ja auch, der Schütze ist sehr Freiheitsliebend, das unterstreicht natürlich das, was ich euch letzte Woche erzählt habe, von wegen, ich kann nie lange bei irgendeiner Sache bleiben. Also, also ich finde, finde Horoskope jetzt nicht für totalen Humbug, ja. Ich finde ich beschäftige mich aber nicht damit, ja. Also, ich finde es ganz, ganz lustig und ganz interessant, wenn es dann irgendwas äh, äh, lest oder dann gibt es auch so die Leute, die sagen, was bist du von Sternzeichen? Dann sag ich Schütze. Nein, ist klar. Nein, ist ja klar, aber warum sagst du nicht gleich? Kann das sein, dass du Schütze bist? Ne? Aber, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich halte es nicht für totalen Funbug. Äh, ich, 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 lebe aber jetzt nicht nach dem oder, oder, keine Ahnung, du mal jetzt auch nicht jetzt tausende, äh, ähm, horoskope zusammenlesen und, und anschauen. Also, nein. Das nicht. So. Ich hoffe, ich habe auch diese Frage beantwortet. So, dann habe ich. Äh, wie wird es mit Corona gehandhabt in Österreich? Das ist die, die Mira, hat mich das gefragt. Mira Domen. Äh, na, wie wir jetzt gehandhabt, überall anders auch, ja, geschissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch nicht ganz so auf dem Laufenden, weil wir haben jetzt eine 3G-Regel oder eine 2,5G-Regel oder eine... 2, halb g regel oder dieses und ja, keine Ahnung, also ich bin ja geimpft, ähm, ganz einfach, weil ich meine Ruhe haben möchte, ich habe auch ganz, ganz viele andere Impfungen, ich habe auch eine Tetanus-Impfung, ich habe eine Bocken-Impfung, ja, es hat mich damals keiner gefragt, ob ich das geimpft haben möchte, ja, ich habe auch mein Kind impfen lassen, alles was im Mutter Kind pass drin gestanden ist. Ich habe nicht nachgefragt, wie lange es diese Impfung schon gibt und ob es Nebenwirkungen gibt oder ob es Langzeitstudien gibt. Weil viele kommen mir jetzt mit von Corona gibt es keine Langzeitstudie. Na, das gibt's es auch von den Pneumokokken auch nicht. Die, 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 die impfen sind noch nicht so lang. Und von den Zecken gibt's, es, glaube ich, vielleicht jetzt schon eine Langzeitimpfung, weil die Zeckenimpfung gibt es auch erst 50 Jahre. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass es die, die Corona-Impfung die einzige Impfung ist, wo es keine Langzeitstudien gibt. Ne? Weil wir haben mit allem irgendwann mal angefangen. Und ich habe sogar eine Kundin, die hat mir erzählt, wie sie damals studiert hat. Wurden sie gefragt, ob sie sich äh, Z-impfen lassen wollen, quasi als Probanden. Die lebt auch heute noch. Die ist 86, 85, 83, weiß ich nicht. Sie ist alt. Ja. Also ich, ich habe so viel Vertrauen, in, vor allem in die moderne Medizin. Die machen das schon super, ja? Und wenn ich mich in einem halben Jahr noch mal impfen lassen muss, dann lass mich noch mal impfen. Ich war übrigens äh, im Labor und habe mir äh, Titerbestimmungen machen lassen von meiner letzten Zeckenimpfungen, von meiner letzten Zeckenimpfungen, von meiner letzten Zeckenimpfung, die 18 Jahre her ist. Und ich bin immer noch im Grünen Bereich. Finde ich cool, ja. Äh, und ich habe auch den Corona-Antikörpertest äh, machen lassen. Ich habe dreieinhalbtausend Antikörper. Also, weiß ich nicht. Der Wert. Den Wert dreieinhalbtausend. Also nicht dreieinhalbtausend Stück, glaube ich nicht, aber ja, der Wert dreieinhalbtausend. Ja, ich glaube, das reicht fürs Erste. Ja, also, das, das kann jetzt nicht so schlimm sein. Ähm, und in, in den Schulen zum Beispiel, in den Schulen ähm, in Wien, muss man selbstständig seine Kinder testen, mit diesem Gurgeltest, die muss man dann zum Pippa bringen, oder zum Merkel, oder, weiß ich nicht, zum Piller, muss man dann irgendwo reinwerfen, äh, rechtzeitig, damit das Kind in die Schule gehen kann. Bei uns in Niederösterreich, wo unsere Jungs gehen, werden momentan nicht Geimpfte, werden dreimal die Woche getestet, wenn ich das richtig im Kopf habe. und die Geimpften werden nicht mehr getestet, ja. Weil wir hatten ja, ähm, wir hatten ja unlängst erst diesen Elternforum, ich glaube, das habe ich euch auch erzählt, oder ich habe es euch auf Instagram erzählt, wo ich gesagt habe, ich würde da gar nicht hingehen, weil mein Mann war in Salzburg und habe ich hingehen müssen. Und da hat natürlich sich auch wer bemüßigt gefühlt, über die Corona-Impfung zu sprechen. Ich bin nur gesessen und gedacht, nein, ich sag nichts, ich sag nix, misch dich da nicht ein, mir ist es wurscht. Ja. Sie hat mich auch einmal angesprochen und sagt, du mir ist es wurscht, meine Kinder sind geimpft. Ja, sie hat mich dann ein bisschen mit großen Augen angeschaut. Ja, unsere, also in Willi, seine Kinder sind beide geimpft. Zuerst wurde der kleinere geimpft wegen der Vorerkrankung vom Großen. Und mittlerweile wurde auch der Große geimpft, weil es für den wahrscheinlich nicht so geschmeidig ist, wenn er Corona bekommt. Ja. Und somit sind wir in diesem Haus alle Corona geimpft. Ich finde es super. Und ich war auch unlängst kränklich. Habe ich euch je letzte Woche auch erzählt, weil da habe ich noch ein bisschen Stimme gehabt. Also wenig Stimme gehabt. Und... Ja, es war doch meine Schwägerin mich gefragt, ob ich Corona habe, weil sie es kommen Nägel machen und ich habe gesagt, ja, die es nicht. Und sie, na, ich hab, bin nicht geimpft, sage ich, ja, das ist aber dein Problem. <laughs> also ich bin einer von diesen, diesen Arschlöchern. Wahrscheinlich verliere ich jetzt wieder Abonnenten. Oh mein Gott, nein, ich brauche euch doch. Äh, weil ich schon auch so bin, ja, ich bin geimpft, ja. Und ich habe mich für mich impfen lassen, nicht für meine Mitmenschen, ja. Und ich habe auch mehr, keine Mitmenschen, also keine Leute in meiner Umgebung, die ich. Äh, die alt sind oder die die vorher also außer eben der malon ja, aber ansonsten habe ich niemanden ich habe ich hab keine alten Leute meine Eltern sind gestorben meine Großeltern sind gestorben ja meine Schwiegermutter lebt in Ungarn ja vorher ähm, nicht der Vater meines Mannes den haben wir Unfällen getroffen der ist auch geimpft ja also ich habe keine Risikopatienten auch meine Kunden nicht ja also ich, ich ja wenn ich eine, eine Oma hätte, die im Pflegeheim ist, die ich besuchen muss, ja, dann würde ich mich selbstverständlich testen, bevor ich dorthin gehe. Aber so fürs Einkaufen oder was teste ich mich nicht. Ich komme ja nirgends hin. Ja? Ich, ich gehe nirgends hin, ich komme nicht raus. Und, und wir haben in Österreich eine sehr niedrige Impfquote, weil wir haben ja sehr viele Aluhutträger offensichtlich bei uns Also ich. ich ich kann es nicht nachvollziehen. Ich denke mal, erst lass ich doch einfach impfen, dann hast du Ruhe. Aber ja, da, da, das ist ein sehr, ein sehr kontroverses Thema. Und ähm, wenn sich wer nicht impfen lassen will, gut, dann lass dich nicht impfen, und es aber nicht herum, dass du gewisse Sachen nicht machen kannst. Ja? Ich bin schon irgendwo dafür, dass ähm, die Geimpften einen kleinen Vorteil haben. Und äh, Impfpflicht, ähm, Komme ich dann zur nächsten Frage, weil eine hat mich gefragt: Impfpflicht in der Arbeit. Die Julia, Julia Christina hat mich gefragt: Impfpflicht bei der Arbeit. Also ganz ehrlich finde ich es schon wichtig, dass sämtliches medizinisches Personal geimpft ist. Ja. Wurscht, ob das jetzt ist: Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger, die Ordinationsgehilfin. Die, keine Ahnung, die Bürokraft vom Arzt oder im Krankenhaus oder auch das Reinigungspersonal in einem Krankenhaus sollte alles meiner Meinung nach geimpft sein. Mit verpflichtend, ja. Ich, oh, jetzt wäre ich sicher gesteinigt, ja. Also, ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn, wenn ihr eine andere habt, ist das auch okay für mich, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, dass sämtliches medizinisches Personal was mit Patienten und auch Risikopatienten zu tun hat, ähm, geimpft sein sollte, weil dort auch Leute hinkommen, die eben nicht geimpft sind. Ja, und ähm, somit nicht nur, dass es die das Personal, also wenn es die Krankenschwester jetzt kriegt, ja, und dann die halbe Station ansteckt und die alle nicht geimpft sind, ist das vielleicht nicht so leimann, ja. Und ich finde eben, dass medizinisches Personal und auch pädagogisches Personal geimpft sein sollte. Gerade wenn so Kindergarten, die Kinder darf man ja noch nicht impfen. Also bei uns, glaube ich, bald darf man sie ab sechs Jahre impfen, momentan ist es ab zwölf Jahre. Ähm, finde ich schon, dass die geimpft gehören. Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja, und, und, und. Ja, und auch. Ähm, Menschen des öffentlichen Dienstes, sprich ähm, Polizei, also die kommen dann erst als Drittes dran, zuerst die medizinischen, zuerst die, dann die Pädagogen, ja, von, und zwar vom Kindergarten und Krabbelschube bis zum, äh, keine Ahnung, bis zum Universitätsprofessor, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, persönliche Meinung, äh, dass es in solchen Berufen, ja, eine Impfpflicht fände ich ganz okay. ne? Ja? Weil, ich meine, ich bin ja sowieso geimpft. Sie haben auch, Sie haben auch ähm, darüber diskutiert, ob persönliche Dienstleister eine Impfpflicht haben sollten. Ja, ich bin persönlicher Dienstleister, ich bin geimpft, mir ist wurscht. Ja, ja. ja wir, ich meine, wir kommen nicht mit so vielen Menschen in Kontakt wie, äh, äh, wie jetzt eine Krankenschwester ja, oder die Kassierinnen im Supermarkt, ich meine, Entschuldigung, die haben die ganze Pandemie über das alles gerockt, ja, und da hat ja keiner Also Andererseits, ich, 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 ich denke mir ja auch immer, ist das jetzt wirklich so ansteckend? Weil ich habe nicht gehabt, ja? ja. Aber es wird schon so sein, ja. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Arzt, ich kann mir da überhaupt kein, ähm, kein Urteil darüber erlauben. Es ist halt nur alles nur persönliche Meinungen, was ich euch da, da erzähle, aber das ist sehr iklar, ja eh klar, ja. Und ähm, ja, also um auf die Frage zurückzukommen, äh, Impflicht in der Arbeit bei diversen Berufen, ja, bin ich, bin ich dafür. Ganz ehrlich, ja. Man kann ja seine durchsetzen, ja? Da kommen sie ja wieder mit dem Menschenrecht und so ein Schaß, ja. Also, äh, ja, äh, also insofern glaube ich nicht, dass das, ähm, dass das wichtig ist, ja. Aber ja, und oh, dann hat mich die Julia noch gefragt. Arbeitsunfähigkeit durch psychische bzw. körperliche Beeinträchtigung. Das, das steht da drinnen. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau damit meint, weil auch wenn ich jetzt ähm, eine Behinderung habe, und ja, man darf behindert sagen, also bei uns in Österreich darf man behindert sagen, ja, äh, weil wir haben, das habe ich gelernt in meinem Psychokurs, da haben wir nämlich einen, der im, der hatte, der, der hat nur mehr ein, ein, ein ganzes Bein. Und das andere nur mehr zur Hälfte und eine Prothese. Weil äh, ich gesagt habe: was, was muss man denn nicht jetzt sagen? Ja, was ist denn politisch korrekt? Weil heutzutage darfst du ja gar nichts mehr sagen. Äh, sag ich, darf ich sagen, du bist behindert? Ja, und er ja, ja, weil er hat auch einen Behindertenausweis. Da steht drauf: Behindertenausweis. Ja, da steht nicht drauf: Ausweis für Menschen mit Beeinträchtigung oder sonst irgendwas. Ja, also, also ist es eine körperliche Behinderung. Weil er halt nur ein Bein hat und auf den anderen eine Prothese. Ja? Ähm, äh, wo war ich jetzt hin? Ja, ja, und körperliche, körperliche Beeinträchtigung bzw. Behinderungen kann ich ja trotzdem arbeiten gehen. Also mein, er kann jetzt kein Taxifahrer wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, obwohl automatisch, ja, aber ähm, ja, man kann vielleicht jetzt nicht jeden Job machen. Na, also kampfjet -Pilot wird er wahrscheinlich nicht werden. Äh, weil da du sicher beide Beine brauchen. Ja? Also gewisse, be be gewisse Berufe wird man nicht machen können. Aber es gibt, glaube ich, in allen oder in sehr vielen Berufen ähm, kann man auch mit einer körperlichen Behinderung machen. Ah, ich will jetzt, ich kann jetzt keine Beispiele nennen, weil mir das nicht so auskennt. Ich meine, ja. Äh, Nageltante mit einer Hand wird zum Beispiel ein bisschen schwierig, aber das ist ja auch kein sehr strebenswerter Beruf, ich weiß, von was ich rede. Ja. Also mit einer Hand wird ein bisschen schwierig, dass es auch mit, wenn die linke Hand eine Prothese ist. Wenn die gut funktioniert, so eine biomechanische Bio, Bio, Prothese, könnte das sogar funktionieren. Füße brauche ich in meinem Job gar nicht, ja. also das wäre wär wurscht. Ja. Also glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Dings eben Beeinträchtigungen gibt, ja. Ähm, und bei dieser psychischen Geschichte, Arbeitsunfähigkeit durch psychische Geschichten, hm. na jo. Es <laughs> <laughs> ähm, ist, oh, ist ja auch sehr, sehr, sehr schwierig, 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 schwierig. Okay, sagen wir es mal so, ich habe eine Freundin, der ja ex, 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 ja, hat ein Alkoholproblem. Und dieser Mann, der ist, ich weiß gar nicht, ein bisschen was über 40 wird das sein, ja, ist jetzt in Pension. Kriegt zweieinhalbtausend Euro Pension vom Staat, also sprich von uns, weil er nicht arbeiten kann, weil er so arm ist. Mhm. Ja. Nein. Verstehe ich nicht. Geht mir nicht ein. Ja, er hat sich das selbst zugefügt. Ja, ich bin da, 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 da ich glaube, das, das darf ich nicht sagen. Im, im, öffentlichen, Im öffentlichen Fernsehen wollte ich schon sagen, das, das glaube ich, darf ich nicht sagen, was ich da wirklich davon halte. Ja? Ähm, da muss man ja auch wieder differenzieren zwischen Sachen, äh, die hausgemacht sind, so wie... Ähm, Uh, ich setz mich sicher in die Nesseln er könnts mich dann in die Kommentare unten oder per persönlicher Nachricht über Instagram kennt mich kennt mich dann auch schimpfen von mir aus ja ähm, es ist halt schon eben bei, bei dem zum Beispiel jetzt ja Alkoholismus ja ja ich weiß es ist eine Krankheit und blablabla bla, bla, ja äh, aber er ist er weiß es ja mittlerweile ja weil viele wissen ja gar nicht ja ich kenne auch Leute die sagen nein sie sind kein Alkoholiker äh, doch, aber wurscht, ja. Und wenn der, wenn der allem nachkommt, ja. Ich kenne auch Leute, die sind, also waren Alkoholiker, sind ganz brav gegangen und hat alles, hat das funktioniert, ja. Ähm, okay, ja, dann hast du halt ein Problem, aber du hast es im Griff, ja. Wenn ich dann schon so weit bin, dass ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich einfach dauerfett bin und dann auch noch ich meine, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Zweieinhalbtausend Euro, ja, weil ich so arm bin, ähm, finde na, na, finde ich nicht in Ordnung, ja. ja. der hat, der kriegt Therapien, der kriegt dieses, der kriegt jenes, ja, im Führerschein haben sie mir weggenommen, oh, blöd, ja. Äh, der kriegt alles bezahlt, ja, und noch die zweieinhalbtausend Euro. Für Deppert eine Soffen. Verstehe ich nicht. Ja, ich kenne auch genug Leute, also nicht persönlich jetzt, aber ich von Bekannten und Verwandten. Ja, die waren schon fünfmal in Karlsburg. Ja. kalksburg ist in Österreich so eine Entzugsanstalt für Alkoholiker, für Alkoholikerinnen, Alkoholiker und -innen. Ja. Ja, ja, geht dort fünfmal hier. Ja, es hm. ja, ist, ist wohl schwierig. Ja, es ist schwierig. Ich kann auch nicht zum Rauchen aufhören. Ja. Es ist genauso eine Sucht, Alkohol. Und so ist eine Sucht oder Drogen ist auch eine Sucht. Ja, ähm, klar, ich bin ja eigentlich um nichts besser. Ja. Nur, nur ähm, kann ich meinen Beruf ausüben, ich kann ähm, meine Familie versorgen, ähm, wirkt sich jetzt nicht negativ aus auf, meine, auf mein Umfeld. Ja, mein Mann nur wieder, schmeckt wie ein Eischenbecher. Ja, meine Güte, schmeckt auch nicht gut, wenn du gerade ein Bier trinken hast. Ja. Ja, also, hm. also das ist wieder so... Ja, ich kann euch nicht sagen, was ich wirklich davon halte, von Alkohol und Drogen, äh, ähm, weil dann, 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 dann wäre ich gesperrt von, von, von YouTube, ja. Ähm, und, so, und dann gibt es eben, also Alkohol oder, oder diese Suchtverhalten zählt ja auch zu psychischen Beeinträchtigungen, ja. Und dann gibt es dann natürlich noch diese Burnout-Geschichte, ja, Bernard soll es, es, soll's, es soll's ja wirklich geben. <laughs> ich war ja auch früher so, na geht, das gibt es nicht. Bernard gibt es nicht, weil, pff, ist ja sehr eingebildet, ja. Bis dann meine Erste gesagt hat, Frau, Frau Pende, sagt, ähm, Sie wissen schon, was ein Bernard ist. Ja, ich glaube nicht drauf. So, gesagt, braucht nicht, Sie brauchen nicht drauf glauben, damit sie es kriegen können, ja. <laughs> ja, meine Erste ist super. Ah, also, das war, 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 war ein bisschen ein Wendepunkt. Und nachdem ich auch meinen Psychologen gehabt habe, es gibt schon sehr viele psychische Krankheiten, ja. Und wenn man dann nichts dafür, da kann man dann mehr oder weniger nichts dafür also nicht bei alle ja manche kann man sich auch reinsteigern oder das ist einfach eine, ein zivilisationsproblem ähm, wir frauen haben solche sachen gerne wenn es uns zu gut geht finden wir probleme wo gar keine sind ich hoffe mein mann hört das nicht weil dann 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 hat er da ein innerliches blumenpflücken ja aber ja ich, ich kenne das auch von mir ja, also, wenn es wenn, äh, uns zu gut geht, erfinden wir Probleme. Ja? Dann hast du es einfach fürs nicht ausgelastet. Ja? Und dann gibt es natürlich auch noch äh, so, so, so Panikprobleme, ja? wie es die Leute, die nicht aus dem Haus gehen können, äh, weil sie Angst haben vor Menschen und und und. Und bei solchen, das, das verstehe ich schon, dass man da vielleicht arbeitsunfähig werden könnte oder sein kann, aber. Wichtig ist, dass man dann an diesen Problemen arbeitet, was manchmal total lang dauert und, und total schwierig ist und wirklich nur ganz, wirklich ganz, ganz kleine glitzer kleine Mäuseschritte vorangeht. Aber man muss, das Wichtigste an diesen ganzen Sachen ist, dass man sein Problem erkennt. Und da scheitert es ja schon, ja, weil genauso wie ein Alkoholiker sagt, er ist kein Alkoholiker, Sagen an diese Leute halt, sie haben kein Problem. Das, das ist ja ganz normal oder das ist halt so. Sie sind halt speziell. Ja, ich bin ja auch speziell. Ich habe auch keine Probleme. Ich bin nur halt komisch. Und gewisse Sachen dürfen halt nicht überhand nehmen. Ja, es, es gibt ja diese, ähm, diese Menschen, die, die 27 Mal schauen, bis die Tür verschlossen ist. Ja? Äh, ich habe auch so eine Bekannte, die, die sperrt zu. Dann probiert sie. Und bevor man dann weggeht, probiert sie noch einmal. Und wenn man noch zwei Sätze reden, dann probiert sie noch ein drittes Mal. Und beim Weggehen sagt, habe ich jetzt zugesperrt? Wo ich schon letztes Mal habe gesagt, ja, du hast zugesperrt und du hast probiert. Dreimal. Und sie, ah, okay, ja. Das ist ganz normal und im Rahmen, ja. Wenn sie dann sagt, du, wir müssen zurückgehen, weil, ja, und ich habe gesagt, du, nein, du hast zugesperrt. Ja, aber trotzdem, dann sollte man vielleicht irgendwann anfangen, darüber nachzudenken. Ja, also es ist immer, ach, es ist so, so, so wie mit so Fressen, die Dosis macht das Gift. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad kann man das noch unter, unter Dick oder, oder Boscher einordnen, also liebevoll gemeint, ja. so das ist so ein so mein kleiner Schaden. Ja. Ich meine, ich habe ja auch ein paar Schäden, habe ich schon davon erzählt. Ja. Wie man dann denkt, ja okay, das, das, bis zu einem gewissen Grad, bis zu einer gewissen Schmerzgrenze ist alles gut. Ja. Aber es gibt auch Leute, eben, die, die, die ganz, ganz Sorge Sachen haben ja, und, und von Stimmen hören, über Panikattacken haben. Also da geht es ja dann bis zum Suizid. ja Also ja, das verstehe ich, dass man dann arbeitsunfähig ist, muss man aber immer von Fall zu Fall unterscheiden. Ich es auch teilweise gerechtfertigt, ja, bei eben den, den 37. Ex von meiner Freundin, da verstehe ich es nicht. Ja? Weil wir können deppert in der Weltgeschichte herumfahren und, und, und auf Urlaub fahren und so, aber hakkeln können wir nichts. Ne? Aber ja, das ist halt vielleicht auch, wenn man da so ein bisschen eine persönliche Beziehung dazu hat. Ja. Aber ich bin bei, bei Alkohol und Drogen da bin ich sowieso ein bisschen, äh, ein bisschen militant und, und auch ein bisschen äh, nicht, äh, wie heißt das Wort? Bin ich, bin ich ein bisschen unfair. Ja, bin ich etwas unfair. Gebe ich zu. Ähm, ja. Wie viel haben wir? Wir haben 36 Minuten und ich habe schon fast alle Fragen durch. Blöd. Ähm, was haben wir dann noch? <laughs> über was soll ich reden? Ich soll über einen Thermomix reden, hat die Heike gesagt. Ja, also jetzt habe ich ihn ja doch schon ähm, zwei, drei Wochen. Zwei Wochen? Ich weiß gar nicht, wie lange habe schon? Keine Ahnung. Letzte Woche habe ich ihn schon gehabt. Also auf jeden Fall. Also zwei Wochen ungefähr, ja. Übrigens, Video, ja, dass wir da mal auch drüber reden. Das im Hintergrund, da im Vorzie also im Flur, ja, das ist so dieses typische Behind the Scenes, weil da haust immer alles raus, ja, eigentlich dort, wo es die Kamera nicht sieht, na, aber bei mir, mir, mir ist das ja wurscht, ja. Wir ihr könnt es ja ruhig sehen, wie es funktioniert, ja. Also das ist so ein typisches Behind the Scenes. Ähm, ja, der haben Also ich habe ihn jetzt schon zwei Wochen, ich ähm, finde ihn ganz toll nach wie vor. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass du, wenn du diese Rezepte aus dieser App, von dieser Cookie-Doo-App, ja, das ist ein Rezept für vier Personen, ja, und das ist so, ja, und du kannst es jetzt nicht ähm, äh, ändern. Weil wenn da jetzt zum Beispiel steht, du brauchst 800 Gramm Kartoffeln, du hast aber nur mehr 600, ja, das passt sich dann nicht an. Das finde ich, find ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt weil ich, ähm, weil ja, wenn es halt ein vier Personen Rezept hast und du machst es für zwei Personen, gut okay, dann könntest du überall die Hälfte nehmen. Allerdings, wenn das dann eine Kochzeit hat, ist die natürlich bei vier Personen wahrscheinlich länger wie für zwei Personen. Ja? Das sind die Sachen, die gefallen, gefallen mir nicht so, ja, dass du das eben nicht, ähm, dass sich das nicht anpasst. Weil bei, wenn ich jetzt im, zum Beispiel bei der Sally ein Rezept einge, äh, suche, ja, und das Rezept ist für zehn Personen, ja oder für 10 Stücke beim Kuchen von mir aus, kann ich dann eingeben, ich brauche es nur für 5 Stücke und da rechnet man das dann automatisch um. Da habe ich dann statt 500 Gramm Mehl Nummer 326. Ja, das, das, fände ich, ähm, das fände ich schon besser, damit man das immer ein bisschen ähm, abändern kann. Ja, weil manche. Manche Mengenangaben sind auch blöd, ja, weil dann brauchst du so und so viel Gramm Kürbis, ja. Das ist ein halberter Kürbis. So, was machst du mit der anderen Hälfte? Ja, das, also das, ja, das habe ich aber bei normalen Rezepten auch. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Aber wie gesagt, das Teil kostet ein, ein Vermögen. Ja, und dann wäre vielleicht so ein paar Gadgets nicht schlecht. Aber es soll ja einiges kommen in nächster Zeit, hat uns die Sonja erzählt. Ja, also dass man da auch eigene Rezepte einspeisen kann in dieses, in dieses App oder wie auch immer ja also ich habe vielleicht auch noch nicht so viel aufgepasst ja also ja also das ist das was mich ein bisschen nervt ähm, ich habe meinen Friend noch gar nicht äh, verwendet weil ich habe ja zwei also ich habe den zweiten Topf schon mal verwendet aber den die Friend Platte habe ich jetzt noch gar nicht verwendet ja aber ich habe sie das ist wichtig und ich koche sehr viel damit ich hab, was habe ich gestern gemacht äh, Süßkartoffelpüree mit Brokkoli und äh, Cajun Hühnchen Kajun? Cajun geschrieben cajun. nein Cajon ist was anderes cajun ist die Trommelbox von meinem Mann ähm, ja keine Ahnung ähm, ja das war, das war echt da habe ich dann so auf der unten war das Süßkartoffelpüree drinnen in dem Behälter und oben drauf auf dem Varoma war das das, das Brokkoli war das Brokkoli und das Fleisch. Ganz oben, weil du hast dann noch so einen Einlegeboden im Varoma drinnen. Ähm, ja, das war, war sehr lecker. Also ich mag ja Süßkartoffelberry, das mag ja auch nicht jeder, weil, weil es eben ein bisschen süßlich ist. Und die haben das hat das war nur mit Wasser, äh, eben den Süßkartoffel, Salz, Pfeffer und Sweet Chili Sauce. Und man dachte, aha, also beim Machen denkst du so, okay, Sweet Chili Sauce, aha, okay. Ja, aber es war echt lecker. Ja, war, war ja scharf süß. Sweet chili eben. Ja. Übrigens sind wir da schon am Tag 2, wie ihr vielleicht bemerkt habt, weil es ist sich am einen Tag alles nicht mehr ausgegangen. Ja. Äh, ich habe noch immer kein Kochvideo gemacht vom, <laughs> vom Thermomix, ja, weil ich... Ja, ich habe ich hab so schon zwei, drei Sachen gemacht. Ich möchte aber die Kochvideos ehrlich gesagt nicht machen, wenn ich etwas ausprobiere. Vor allem neues Gerät und neues Rezept. Bei, dem, bei, was, bei anderen Sachen, die ich ausprobiert habe, ja, da war ich zumindest mit den Geräten vertraut oder mit dem Lebensmittel per se. Aber neues Gerät und neues Gericht, da habe ich so. Weil ich hätte es ja schon probiert gehabt, das ist dann nichts das, geworden. Ja, das war dann auch frustrierend. Aber egal. Ja, ich habe da, ich habe schon in der Küche auch schon die Lade zusammengeräumt. Ja, habt ihr ja alles gesehen. Und da haben wir gedacht, nein, dann machst du es da halt auch gleich. Da war es nicht ganz so schlimm wie in der Küche, weil die Küchenlade, das ist ja nein, der Chaos Point. Also ganz, ganz schrecklich. Aber gehört auch hin und wieder gemacht. Ähm, ja, genau, ähm, nächste Frage. Wie geht's dir mit dem Fitnesscenter? Hm, Joje. Noch Fragen? Okay, meine Freundin hat doch gewonnen, weil ich war, jetzt haben wir, wie haben wir denn? heute schon den 8. Oktober, nein, 7. Oktober, was weiß ich. Ja, ich war schon zwei Wochen nicht im Fitnesscenter. Seit ich da ein bisschen kränklich war, war ich nicht beim Fitnesscenter. Und es freut mich überhaupt nicht. Ja, also ganz schrecklich. Ja, ich habe euch letzte Woche gefragt, ob ihr ein paar Motivationen für mich habt. Es sind dann ein paar Sachen gekommen, So mit die einen tun halt gern diese Hüpfstunden machen, weil da werden sie motiviert. Das geht für mich gar nicht, wenn mir einer ausschreiten dann mich dann schlagen. Also das, das ist ganz schrecklich. Ganz viele Menschen in einen Raum und einer davor schreit, noch sieben, noch sechs, Partner, bitte. Geht's da gut? Na komm her, ich einer eine rein, damit es fast ist mir geht. Ja, also ja, nein, das ist nicht so, na. Nein, also wenn, dann mache ich die Sachen, also Fitnesscenter gerne alleine. Ich, ich sterbe gerne für mich alleine im Fitnesscenter. Ja. Und habe momentan überhaupt keinen Bock. Ja. Jetzt wird das Wetter auch noch schlechter. Ich war jetzt eben ein paar Mal walken mit, ähm, mit der ähm, Christina. Ja, gestern und vorgestern war ich nicht, weil gestern bin ich dazugekommen, weil ich ja eben da das Video noch fertig gemacht habe vorgestern, ist bei ihr nicht gegangen. Ja, schauen wir mal, ob es heute was wird, obwohl jetzt regnet es gerade. Vielleicht ist es am Nachmittag besser. Und ich muss ja dann noch ein bisschen arbeiten. Jo. Ja, aber das, das Walken, man ist jetzt nicht die welt, aber es ist besser als gar nichts. Und das zusammen mit einer zweiten geht es recht gut. Und es, es geht auch von der Geschwindigkeit. Aber ich habe schon mit ein paar Leuten probiert, Walken zu gehen. Und die waren dann entweder zu langsam oder zu schnell, ja, mein, Meine Schwägerin hat auch gesagt, ich, sie, sie geht mit mir walken. Das habe ich ihr, glaube ich, auch schon mal erzählt, ja. Ich meine, die sind 55 oder sowas, ja. Ich bin der 78. Die braucht vier Schritte, wo ich drei mache, Also, das, das, das kann ja nicht leibend sein für sie, ja, weil die, der rennt ja davor. Also nicht, dass ich so schnell gehe, weil ich brauche mittlerweile doch fast zehn Minuten am Kilometer. Früher hatte ich da irgendwas gehabt bei so 8, 9 herum. Mhm. Ja, ja, egal. Aber mit der, mit der Tina geht das. das ja. Da sind wir ungefähr gleich schnell und ja, ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr anstrengend, manchmal ein bisschen wenig anstrengender. Aber es ist zumindest ein bisschen was, was sportlich ist, ja. Ja, es wird mir jetzt nicht das Sixpack bringen und ähm, den Supermuskelaufbau, aber besser als nichts. Ja? Also ich habe auch, glaube ich, noch nicht abgenommen. Ich war noch nicht auf der Waage. Ich möchte doch nicht drauf. Wenn wir heute nicht walken gehen, könnte ich mich aufs Fahrrad setzen, weil ich habe ja von meinem Bruder und von meiner Schwägerin das, ähm, den ähm, Ergometer heißt das, Geld, Das Indoor-Fahrrad ausgeborgt. Und da bin ich jetzt auch schon zweimal drauf gesessen. Zwei ganze Mal, ja. Aber das, das war nicht schlecht. Also, der da, hat da richtig geschwitzt, ja. Bin eine Stunde drauf gesessen. Hab mir dazu angeschaut, die neue Serie des Nine Perfect Strangers. Bin dann ja erst bei der zweiten Folge. So weit, so gut. Also, falls ihr das kennt ähm, und schon gesehen habt, vielleicht kann man mal sagen, ob es live die ist. Also, bis jetzt finde ich es eigentlich ganz, 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 ganz chillig, ja. Aber ich habe erst Folge 2 oder 3, ich weiß jetzt nicht, ja. Also, und ich habe vorgenommen, immer nur wenn ich Sport mache, dass ich mir das anschaue. Deswegen wäre ich wahrscheinlich, da gibt es auch nur eine Staffel, also die wäre ich wahrscheinlich nie vollenden. Weil ich so viel Sport mache ich nicht. Ja, das mit dem Garten habe ich euch ja eh schon erzählt, dass das nicht funktioniert hat. Ähm, was noch, wo sind wir denn? Ja? Wir sind bei Minute 45. Scheiße, noch eineinhalb Stunden. Warte, muss mal schauen, was ich für Fragen ich noch bekommen habe. Hoppala. Ah, aha, Uf, das war schon. Aha, was steht da? Äh, ich, ja, ähm, wo ich meine, meine Viecher hier habe. Es dürfte wohl auch eine neue Abonnentin sein. Ähm, ja, also die. So, also, weil die, die hat die Fotos gesehen im, 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 im Facebook im, im Schlafzimmer. Also, die, ähm, im Schlafzimmer, die Fotos sind ja von der Kira, das habe ich euch letztes Mal auch schon erzählt, von meiner ersten Hündin. Und zu der Kira bin ich ja auch schon wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil ähm, ich habe ja einen Mann, der war ja vorher verheiratet und das war denen ihr Hund. Die Kira war denen ihr Hund, ja. Und die Ex-Frau hat aber dann gesagt, sie... Ähm, Sie kann sich nicht um zwei Kinder und um einen Hund kümmern und ob wir nehmen, weil sonst gibt es das weg. Nein, oh Gott, ich mein, Entschuldigung, die kann ja das Mäuschen nicht weggeben, ja, weil die Kira, die Kira war eine Seele von einem Hund, ja, die war total brav. Ja, die hat nicht, wenn ähm, du mit der gegangen bist und da sind die haben die Hunde gebellt hinter dem Zaun, die Kira, der war das Wurscht, ja. Die ist weitergegangen, die hat vielleicht immer geschaut oder so. Wurscht, der war das vollkommen egal. Was du nicht machen hast dürfen bei der Kira, war einen anderen Hund streicheln. Ja, also wenn da jetzt irgendwer kommen ist mit einem Hund und ich habe den Hund gestreichelt und die Kira nicht, ist sie dazwischen gegangen. Da ja, hast den Hund weggebissen, also weggekeift. Ja, also nicht so hingefahren. Ja, also das, das, das war nicht in Ordnung. Ne? Also du musstest, wenn du einen anderen Hund streichelst, musstest du mit der, mit der zweiten Hand die Kira streicheln. Deswegen gab dir Gott zwei Hände. Ja, dass du deinen eigenen und deinen fremden Hund streiten kannst. Ja? Ähm, und somit sind wir damals zu Kira gekommen. Und zum Bono, ich meine, ich glaube, mein, ich, glaub, ich habe schon in ein paar Videos mal erzählt, ja, aber ja. Äh, und die, ich wollte, ich hatte immer Hunde und wollte grundsätzlich keine Hunde mehr, wegen den Haaren. Ja, weil das ist, Hunde machen einfach einen Dreck. Ja? Kussen Göt, machen viel Dreck, ja, also, ja. Gut, dann haben die Kira. Und ich wollte auch die Tiere nicht die Kira nicht im Bett haben. Ja? Weil ich habe zu meinem Mann gesagt: Ja, am liebsten wollte ich sie gar nicht im Schlafzimmer haben. Und da hat meiner schon gesagt: Na ja, aber die schauen mich so traurig an, wenn ich die Schlafzimmertür zumache. Dann schau es nicht an. Oh. Ja, sie, wird schon, sie kann sich ja ins Wohnzimmer legen oder auf ihren Platz. Ja, die war eigentlich eine, die sie immer auf ihren, ihren Bett ist gelegen, ja Ja, gut, dann, naja, ins Schlafzimmer. Sag ich, aber nicht ins Bett. Gut, das hat genau da zwei Tage. Ja. Dann habe ich mich irgendwann mal umdreht und habe so rübergegriffen und es war sehr haarig. Und nein, nein, mein Mann ist nicht sehr haarig. Ja. Und ja, gut, hat sie erledigt gehabt, gut, sie hier im Bettling. Gut, dann sind ein paar Jahre vergangen und irgendwann war mein Mann in, äh, bei seiner Mutter in Ungarn unten und als er zurückkam, hatte er den Bono mit. Weil der ist dort auf der Straße herumgelaufen und er ist ihm fast ins Auto und er hat nur die Tür aufgemacht und gesagt, du magst mitfahren und er ist reingesprungen. Ja. Also falls irgendein ungarisches Kind seinen Hund vermisst, der ist bei mir. Ich meine, das ist jetzt auch schon acht Jahre her, glaube ich, oder nein, ja, und der, ich meine ich glaube nicht dass der Bono jemanden gehört hat weil er war sehr 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 verwahrlost ja, er war Punkt eins extrem dünn ja, da hast du der hat, der war wirklich sehr sehr knochig also ich meine er ist jetzt auch nicht nicht dick ja. er hat jetzt die perfekte Figur aber da war er noch dünner ja. da hat er so einen richtigen Buckel gemacht weil er so so dünn ist ja. so dünn war die die Ballen auf den also Pfotenballen waren waren ganz offen also er dürfte sehr viel gelaufen sein. Ja, vielleicht haben sie ihn auch ausgesetzt irgendwo. Und er war da, der war so dreckig, den habe ich dann gebadet und da sind die Flöhe runtergefallen. Und ich wusste nicht, dass diese Viecher ein Geräusch machen, wenn sie auf die Badewanne knallen. Aber ja, bis der Vater war so grindig, so grauslich war das. Ja. Und den hat er mitgebracht mit den Worten, die Kira braucht einen Freund, damit sie nicht alt wird. Weil, wenn Hunde ein gewisses Alter haben, damit sie nicht vereinsamen und und und, damit sie wieder jung wird quasi. Mhm. Er hat den Bono runtergesetzt und die Kira ist gleich mal hingefahren und hat ihm gleich mal gezeigt, wo Gott wohnt. So kam ich dann zu Bono. Da ist er noch gekommen er hat gesagt, ist er ausgeschieden aus einer Auto? Und ich sag, Alter, was ist das? Und er, das ist Strolchi. Sag ich, was? Ja, das ist Strolchi. Ich, und? Ja, Strolchi sucht ein Hause Und ich habe zu ihm gesagt, und was habe ich damit zu tun? Da, ja, weil die Kira eben, wie gesagt, bla bla blub, aha. Ja, und somit hatten wir dann zwei Hunde. Also die Kira und Strolchi, der damals nicht lang Strolchi hieß, weil... Das finde ich einen total depperten Namen, ja. Sträuche ja. So, Susi und Strolchi. Sag ich, dann müssen wir die Kira oben auf Susi, ja. Damit wir Susi und Strolchi haben, ne. Geht nicht. Ja, so kam ich dann zum Bono. Bono im Sinne von, äh, er heißt nicht Bruno und er heißt auch nicht Bono. er heißt Bono. So wie der Sänger von U2. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine irische Band. Hm, ja, the streets have no name? und so Sachen ja googelt das einmal also für alle die jung sind ähm, aber YouTube kennt man grundsätzlich äh, ja er heißt Bono ja und dann hatten wir die Kira und den Bono und ich habe mir dann eingebildet ich möchte einen Chihuahua haben und oh meine Männer, ist ja kein richtiger Hund und bla bla bla. Also genau, es ist ein Schlüsselhänger, aber ich bin Nageltante und das ist so ein bisschen Klischee. Ja, Tussi, muss man, muss man ein bisschen erfüllen. Ich hatte rosane Haare zu diesem Zeitpunkt, also ja, Nageltante und, und, und Chihuahua. Aber ich meine, das ist ja irgendwie, das, das gehört irgendwie zusammen, ne? so wie Milch und Schokolade, ne? und dann habe ich halt gesucht, weil ich wollte keinen, keinen so einen Mini Chihuahua haben, mit so so überzüchtetes Viech mit klubscharen, äh, der ständig krank ist und auch keinen, keinen und vor allem keinen Mini Chihuahua, weil ich ja zwei, naja große Hunde will ich jetzt nicht sagen, aber zwei zwei fast Hunde schon hatte, nicht weil, und wenn du dann so ein 1 Kilo Viech hast, nicht, na ohren, ja, na gut, habe ich gesucht und habe ich ein Foto gesehen von vom, vom Zechi eben im äh, im Internet und habe mich mit der in Verbindung gesetzt, bla und ja, so sind wir zum Zwetschge gekommen, und da war es ja auch so, weil äh, sie hat mir schon am Telefon gesagt, na der Hund ist sehr unnahbar, der, der geht niemandem zu. Sag ich, aha. Sag ich, finde ich ja grundsätzlich nicht so schlecht, weil ich wieder ja nicht so eine kleine Keifen haben. Ja, weil das war ja das, Chihuahua sind ja dafür bekannt, dass sie alles ankeifen, überall hinschnappen und und und. Ja. Und sagt sie, na der ist, der ist ganz ruhig, und so, na. das ist Sterde ne? Und dann sind wir dort hingefahren und wir sind reingekommen und da ist eben das, die Mutter von, vom Zwetsche gekommen, sein Bruder, also seine zwei Brüder und er ist auch gekommen. Und sie hat gesagt: Also, ja, es tut mir jetzt leid, wenn er euch gefällt, ihr müsst ihr ihm nehmen. Genau, ihr müsst ihn nehmen, ob er euch gefällt oder nicht, weil der ist noch nie rausgegangen und er hat euch jetzt begrüßt, also somit müssen wir ihn jetzt nehmen. Ne? Sag ich: Na, ist klar, der hat auf uns gewartet. Also, der war wirklich. Sie hat gesagt, er ist vorher nie rausgekommen ja, und er war total ruhig. Und ich kann mich erinnern, habe ich mal mitgenommen ins Geschäft und habe ihn in so einer Katzenhöhle drin gehabt. Und da habe ich dann drauf geschrieben, nicht anfassen. Weil alle hingegangen sind und da reinfummeln wollten, wo ich gesagt habe, der kann nicht lesen. Nein, ich tue mir nichts, sage ich, ich weiß das und du weißt das, aber der Hund weiß es nicht. Also ja, lass ihn bitte in Ruhe. Er wird schon irgendwann von alleine rauskommen. Na, ja, aber so Babys, und sage ich, ja, der ist eh nur ein Hund, weil ist eh wurscht. Ja, also da waren viele, waren ein bisschen beleidigt, weil sie, sie da nicht reinfummeln haben dürfen oder den Hund rausholen durften oder wie auch immer. Wir ne? haben gesagt: Na, lass ihn bitte dort, wo er ist. Ja? Er hat sich dann auch, äh, er ist dann auch warm geworden mit den Kunden und mit allen und ja. Mittlerweile keift er auch. Lustigerweise hat er zuerst fast gar nicht gebellt. Und die Kira war ja da schon etwas älter und hat schon langsam angefangen, alles anzubellen, was sich bewegt. Weil wenn Hunde älter werden, werden sie auch ein bisschen merkwürdig. Und der Zwetschi hat dann eigentlich immer nur mitgebellt. Ja, jetzt ist er dann auch keifen wollen, weil die Kira gibt es nicht mehr und das Bellen ist geblieben. Ne? Aber es gibt Schlimmere. Und ich habe auch Kunden, die sagen, sie mögen eigentlich keine Chihuahuas, aber meine mögen sie. Punkt 1 ist, der Zwetschi sehr groß für einen Chi, für einen weil der hat fünf Kilo. Ja, es könnte man vielleicht auf ihre häube sein, wenn er ordentlich ernährt wäre. Ja, ähm, und er ist auch über 25 Zentimeter groß. Für einen Chihuahua ist das viel zu groß. Ich könnte mit dem auf keine Ausstellungen gehen, weil er viel zu groß ist für einen Chihuahua. Ja, ja also der der, der Zwetschi war der einzige, das, das, ich sage immer, das war das Wunschkind. <lacht> ja, <lacht> alle anderen nicht. Zwei und vier Bäner, <laughs> Ja, das war jetzt total böse. Ja, aber Zwetschi war mein Wunschkind. Ja, weil die, die Kira habe ich einfach so gekriegt, Und Bolo haben sie mir auch vorgesetzt. Ja. Und den Zwetschi, den habe ich mir dann wirklich ausgezogen. Für den habe ich auch Geld bezahlt, ja, weil der ist ja, äh, ist ja von einem Züchter, aber hat keinen Stammbaum. Äh, ja, für den habe ich, das wird der, der erste Hund, für den ich, für den ich richtig Geld bezahlt habe. Ja? ja. Ansonsten habe ich meine Hunde immer aus Tierheimen oder eben so, so wie die Kira, die ist halt irgendwann bicken blieben oder irgendwas Zugrändes, oder keine Ahnung, irgendwer kennt wem, der hat junge Hunde und bla 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 und da schaust halt. Nein, also Hunde schauen, das, das funktioniert nicht, ja. Also, falls hier Männer zuhören und eure Frauen sagen, ich schau mal Hundebabys an, vergiss es, sie kommt mit einem Hund haben. Oder sie hat angezahlt für einen Hund, weil vielleicht ist es uns klar, dass man mitnehmen darf, ja, aber vergesst es, lasst das nie. Hunde schauen fahren. Vergiss es, sie kommt mit Hunden haben. Ja, also, bei mir war das immer so und bei meiner Mutter war das auch schon so. Ja, also, das ist die Geschichte, wie ich zu meinen Hunden kam, wie ich, der Zwetschi ist ein Rassehund, merkt man auch an der Gesundheitsgeschichte, ja, weil der ist ja, hat ja pausenlos irgendwas, entweder hat Bauch oder, oder hat auch ein bisschen knieprobleme. Knieproblem. war sind ja dafür, oder kleine Hunde im Allgemeinen sind dafür bekannt, dass sie, äh, dass ihnen die Kniescheibe ra oft raushupft. Ja, yep, passiert Zwetschi auch in letzter Zeit, allerdings sehr, sehr selten. Äh, ich war schon mal in der Tierklinik, man, Theoretisch können beide operiert. Ein Bein kostet glaube ich um Zweier. und du kannst nicht beide auf einmal machen. Äh, was jetzt der, der Preis schreckt mich also ja schreckt mich schon, aber meine Güte wenn's gemacht wird gemacht es gemacht. Also das würde mich äh, nicht davon abhalten. Was ich aber was mich etwas davon abhält ist dieser Hund darf dann sechs Wochen lang nicht springen und muss in der Box sein kann ja diesen Hund nicht sechs Wochen lang in eine Box sperren. Ja, das ist das, das, das verstehe ich nicht, das, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Ja, und solange es nicht, es ist jetzt nicht schlimm, ja, das passiert denn einmal im Jahr. Ja, da bitscht dann kurz und dann geht es wieder. Also es hupft doch von alleine wieder rein. Das ist jetzt, ja, der Arzt hat auch gesagt, ja, wenn das dauernd vorkommt, muss man es machen. Ja, da muss man es halt reparieren, aber wenn es einmal im Jahr vorkommt oder viermal im Jahr, ist es wurscht. Also wurscht, sicher tut ihm das weh und so, ja. Aber dann ist es noch nicht so notwendig. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, das, ja. Und deswegen ist er noch nicht operiert und ja, also wenn es nicht schlimmer wird, wie gesagt, mache ich es auch nicht, weil sechs Wochen in der Box finde ich finde ich jetzt nicht so leimend für den Hund. Ja, das zum Thema: Wie bin ich zu meinen Hunden gekommen? Achso, und die Katze, die Katze habe ich ja vergessen. Ja, Entschuldigung. Ja, ich habe auch eine Katze. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, aber für alle, für alle die neu sind auf meinem Kanal, herzlich willkommen zum, zum bebilderten Podcast. Ja, die Katze. Die Katze ist auf dem Mist von dem, von Wille seinen Erstgeborenen gewachsen, weil der war ja krank, der hatte ja, hatte, hatte ja Krebs und Therapien und und und. Und er hat halt gemeint, er hätte gern eine Katze. Mhm. Sag ich, das ist eine blöde Idee. Und mein Mann dann, warum? Sag ich, er kümmert sich doch eh nicht drum. Ja, nicht besser, aber Kinder und, also es gibt schon auch Kinder, die, die, die ähm, reif genug dafür sind oder, oder keine Ahnung, die, die sich da wirklich drum kümmern. Ja, aber es hat bei mir nicht funktioniert, ja. Bei meiner Schwester hat es nicht funktioniert, bei mein Kind hat es nicht funktioniert. Meine Schwester war gescheitert. Der Philipp hatte nie ein Tier. Da hat der Papa nicht erlaubt. Also er wollte, glaube ich, auch was haben. Ja, also sie haben schon Hunde gehabt, aber der Philipp hat jetzt keine. Mein Neffe heißt Philipp. Der hat jetzt keine, keine Ahnung, Meerschweinchen, Hamster, den zum Scheiß gehabt. Ja. Ähm, mein Kind hat auch keine so kleinen Tiere gehabt. Ja. Aber egal, ja. Und das funktioniert nicht. ja. Kinder wollen immer was haben und bei wem bleibt die Hocken hängen? Bei der Mama. Ja? Also in meinem Fall halt bei der Stiefmama. Ja? Und da will ich halt, na, na kaufen und Ja, das arme Kind die ist ja krank und jetzt ist er endlich gesund und na, ja, jetzt. ja, genau. Deswegen brauchen wir jetzt auch kurz. Sag ich, sage, er wird sich nicht drum kümmern. Doch, doch. Und wir, ich sage, na, macht er hat es versprochen. Sag ich, sage, ja, der hat schon so viel versprochen. Gut. man besorgt eine Katze. Äh, von der Schwiegermutter, weil die hatte da unten Katzenbabys, weil die wohnt eben, die wohnt in Ungarn und äh, keine Ahnung, da, da haben, weil das sind ja ganz viele wilde Katzen und bla bla. bla. Na, auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, sie hat jetzt gerade ein paar Katzen und soll er sich von dort eine nehmen. Ja? Weil wir hatten ja, ich wollte ja eigentlich eine aus dem Tierheim haben und das Tierheim hat mir gesagt, nein, ich krieg keine Katze alleine, ich krieg nur zwei Katzen. Sag ich, ich brauche aber keine zwei Katzen, weil es ist eher ein Freigänger. Ich brauche nur eine Katze. Nein, Katzen dürfen nicht alleine gehalten werden. Sag ich, es sind eh noch zwei Hunde da. Also alleine wäre sie ja nicht. Nein, Katzen brauchen mindestens eine andere Katze. Und, und man dachte, wenn es eine Wohnungskatze ist, die nicht raus kann, verstehe ich das, ja, damit sie sich beschäftigen kann und und und. Ja. Aber eine Katze, die ein Freigänger wird, ich habe noch nie zwei Katzen Hand in Hand draußen spazieren gehen gesehen. Ja, und sage jetzt gibt ja genug Katzen in der Umgebung. Ich meine, sie können sich mit dir anfreunden, wenn es will, ja. Hat bis jetzt nicht funktioniert, da mit den anderen Köchtern immer nein. Nein, also bei uns gibt es im Tierheim nur zwei Katzen Minimum, ja. Zwei wollte ich nicht. Gut, also ist er gefahren zur Schwiegermutter, also zu seiner Mutter und hat von dort einen Kader mitgebracht. Eigentlich wollte ich eine Katze haben. Rückwirkend betrachtet sie sehr besser, dass er Kater ist, weil die sind angeblich einfacher. Weil ich habe von Katzen keine Ahnung. Ja? Ich bin kein Katzenmensch. ich ich mag eigentlich ja keine Katzen, weil sie überall aufspringen und weil sie Sachen kaputt machen. Ja, mein Bett schaut aus wie Sau, aber egal. Ja. Kurz sind sie gekommen mit dieser Katze. Ich glaube beim ersten, die musste natürlich dann ungefähr 37 Mal zum Tierarzt, weil sie ja nichts hatte und weil es ganz verpickte Augen gehabt hat. Und das hat er heute noch teilweise, weil es halt chronisch ist oder so. Aber wir haben das im Griff. Und ich glaube beim ersten oder zweiten. Tierarzt der Mini ist ja noch mitgefahren. Ja. Und das war's dann. Ja. Und ratet, wer jetzt die Katze füttert, wer mit ihr zum Tierarzt fährt? Und bei wem er auch im Bett liegt? Mhm. Ja. Bei mir. Ich, der Katzenmensch, ja. Vor allem dieser Kater liegt auf meinem Rücken. Ich bin Bauchschläfer und da liegt mir der Kater am Rücken. Und der Kater hat fast sechs Kilo. Ja, der ist auch ein bisschen blatt, so wie die meisten hier. Ja? Aber ich kann nichts dafür, der frisst ja auswärts auch. Ja? Also, <laughs> Entschuldigung. Ja, so sind wir zur Katze gekommen. Und jetzt haben wir eine Katze. Den Muschu, ein Kater, der Muschu. Zuerst hat er geheißen Storm. Und da habe ich gesagt, das ist mein Arschlachname, ja, Storm. Ja? Und ja, jetzt heißt er Muschu. Oder Muschku. Also Mushu ist ja dieser kleine Drachen von Mulan, von dem Disney-Film Mulan. <laughs> Entschuldigung. Ähm, Mulan, das ist, ist das die Indianerin. Mulan ist die Indianerin. Also die, nein, die Pocahontas ist die Indianerin. Was ist ein Mulan? Was sind die? Das ist ja ah, und was sind das? Asiatin? Ah, nein. Was ist ein Mulan? Das ist doch diese Kriegerin. Aber ich glaube, die ist auch Indianerin, oder? Also, Entschuldigung, amerikanische Ureinwohner. Oder. Hm? Was ist Mulan für eine Landsmännin? Hm. Ja, auf jeden Fall von Mulan, der kleine Drachen, ähm, den der Otto gesprochen hat, der heißt Musu. Ich habe Mulan nie gesehen. Ja, also ich kann euch die Story jetzt dahinter nicht so wirklich sagen, aber ich glaube dass sie ist eine Kriegerin. Was war sie? Ja? Uh, ja. Auf jeden Fall daher heißt er Muschel. Weil ich habe zuerst noch in der Namen für ihn gehabt. Genau, Schnurello. schnorello Aber das war mir dann zu lang. Das heißt der Muschel? Obwohl Schnorello auch gut zu ihm passt, weil wenn sich der zu mir ins Bett hat in der Nacht und mich anschnurrt, wache ich immer auf und denke mir, bitte! Ist ja schön, dass du dich wohlfühlst, aber ich kann nicht schlafen. Ja. So. Da, wo sind wir? wir sind im Vorzimmer, wir sind bei Minute 1, ein. eine Stunde und fünf Minuten. Ich habe noch immer 15 Minuten. Äh, okay, jetzt geht mir schon, schon das Gepluppere aus. Obwohl ich wollte euch irgendwas. Gestern habe ich mir erst wieder gedacht, weil ich äh, so Werbung gesehen für YouTube, irgendwas, ja. Wo drinnen gestanden ist: ja, man irgendwas, wenn man kamerascheu ist oder sonst irgendwas, denkt man, na, ist mir wurscht. Ja. Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass man mit der Kamera redet. Uh, und man soll sich fürs, fürs Voice-Over soll man sich ein Skript schreiben. Am besten in Stichworten, damit man den Faden nicht verliert, dass man weniger Ä und Ö hat, ja. Ja. Ich habe mir gestern wieder gedacht, ja, stimmt, ich sollte mir vielleicht so ein Skript schreiben, damit ich mir merke, was ich euch erzählen will. Weil während dem Video fällt mir dann auch viel ein, wo ich mir mal denke, nein, das muss ich jetzt nicht sagen. Das sage ich euch dann im Voice-Over. Hat leider. Noch nie funktioniert, also manchmal hat es funktioniert, aber es hat noch nie funktioniert. Ja, ich habe immer nur bei der QA, habe ich mir immer die Fragen, äh, da habe ich ja die Fragen dann am Handy gehabt und dann hat es auch funktioniert, aber ansonsten, na, ansonsten, das ist, das bin ich nicht. Ja. Es, heißt, es steht ja auch, es, es, es ist auch gestanden, man soll möglichst authentisch sein, ja? Also, ja. also mit dem, mit Authentizität kann ich glaube ich gut dienen. Mit äh, inhaltlich wertvollen Content weniger. Aber es kann nicht jeder Sheldon Cooper sein. No. So, soll ich vielleicht einmal die neuen Abonnenten begrüßen nach einer Stunde? Ja? Ich habe ein paar neue gekriegt, ja. Ähm, also Punkt 1 Mal danke, danke auf jeden Fall für die für die, äh, für die Beantwortung der Fragen auf Instagram. Oben links habt ihr meinen Instagram-Namen, da können Sie mir gerne folgen, falls ihr das noch nicht tut, falls ihr keine Ahnung habt, was ich gerade gesprochen habe. Ja. Ähm, danke für alle Abonnenten, ja. das muss man ja auch immer wieder sagen, ja. das ist ja nicht, es ist ja nicht selbstverständlich, ja, dass man Abonnenten hat ja, und dass die Leute einem wirklich zuhören und die das und finden. Ja. Ich bin nach wie vor immer wieder überrascht. Letzte Woche war ich ein bisschen enttäuscht, ja, weil ich mir dachte, pff, ja, also, ich habe ja nie 5000, äh, äh, Aufrufe auf einem Video. Ja, irgendwann einmal nach einem halben Jahr, aber nicht von Anfang an. Und letzte Woche war am es mir ein bisschen wenig Aufrufe. Da habe ich euch eh gesagt, ob ich euch langweile oder so. Weil beide verstehe. Ja, nein, ich langweile euch nicht. Ein paar haben dann gesagt, nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, es anzusehen, wo, wo ich mir gedacht habe. Ich, ich, ich sehe ja nicht, wer es gesehen hat und wer es nicht gesehen hat. Ich sehe nur, es äh, so und so viele Aufrufe. Und normalerweise waren es immer mehr am Freitag. Ja. Und ja, weil es weniger waren, dann haben wir das mal vielleicht, taugt es euch einfach nicht mehr. Ich bin ja für Kritik offen. Ja. Da habe ich euch dann auch gefragt, was sich ändern könnte. Da kam aber dann eigentlich eh nichts. Ja. Ja, Viele haben gesagt, ich soll mehr Kochvideos machen, wo ich mir dann denke, ja, auf die Kochvideos habe ich nur weniger Views. Ja. Da habe ich so zwischen 600 und 800 Views. Und auf die Klino ist mir so. Nach einer Woche ungefähr zwischen 1500 und 2000, ja. Integrieren. Okay. Ja? Und ich finde es ja lustig, dass ihr immer sagt, längere Videos sind super. Ich meine, heute könnt ihr euch nicht beschweren. Ja? Also heute wirklich mit fast eineinhalb Stunden bin ich eh gut dabei. Ja? Die Fachmenschen sagen ja, kurze Videos sind besser. Ich glaube aber, das kommt darauf an, was ich mache. So wie meine Freundin, die macht Kochvideos, ja. Die dauern, das sind so short, sie dauern 15 Sekunden. Wenn überhaupt, ja. Okay, weil da sehe ich ja, was da alles reinkommt. Ja, da kommt zuerst der Kartoffel eine, dann kommt das eine, dann kommt das eine, dann kommt das. Okay, gut, kann ich mir vorstellen. Ja, aber wenn ich jetzt da 10 Minuten clean videos mache, ich weiß nicht, wäre ich das nicht, ich glaube, es wäre ich zu kurz, oder? Weil viele immer sagen, ich soll längere Videos machen. Und wenn einmal da dann ein kurzes kommt von, weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas, das war aber schon kurz und so, aber ja, das sind halt immer nur ein paar, es sind ja nicht alle... Alle, die sich das anschauen, schauen sich das Video wahrscheinlich gar nicht fertig an. Ja. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich, ich studiere meine Analytics nicht. Ich mache das, ich mache YouTube nicht, äh, um reich und berühmt zu werden. Ja. Also ja, war schön, aber schade leider. Ja, ich mache es aus Spaß an der Freude. Ja, und wenn ich mit meinen, ich mag das auch, dass ich eben so wenig Abonnenten habe einerseits, weil mit die kann ich im Kontakt bleiben. Wenn ich habe was jetzt nicht? 200.000 Aufrufe auf dem Video und ich habe da unten 680 Kommentare. Na, da lese ich was nie mehr durch wahrscheinlich. Es tut mir sehr leid, ja. Na, da kann ich auch auf nichts mehr eingehen und da kann ich auch nicht sagen, äh, ja, schreibt zu PNs auf Instagram, weil dann, na, die Zeit, die Zeit habe ich dann nicht, es tut mir leid. Also, das, also, ja, ja. also ich meine, ich hätte schon noch gern, so 10.000 hätte ich gern, ja, sowohl auf, auf, auf YouTube, als auch auf Instagram, Finger-Swipe-Up. <laughs> Obwohl, ich glaube, die Funktion gibt es nicht mehr. <laughs> Egal. Äh, also 10.000 hätte ich gern. Ja. Da kann ich sagen, ich bin Influencer. wer hat ab 10.000 ist man Influencer. Glaube ich, habe ich mal gehört. Oder 50.000. Wie auch immer. Also 10.000 Abonnenten hätte ich gern auf YouTube und auch auf, auf Instagram. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn du 500 Kommentare unter einem Video hast, das kannst du nicht mehr beantworten. Ja, das machen bei anderen Leuten, also bei, bei richtigen Influencern, machen, das macht das ja auch der Angestellte. ja. Und das, nein, das glaube ich, nein, nein, das geht nicht. Nein. Wenn man das nicht machen würde, wäre das ja auch, weil wenn, man, wenn ich jemandem eine Frage stelle, will ich auch von dem die Antwort und nicht vom Sekretär. Ja? Aber egal, das ist halt so bei den großen, reichen und schönen. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Keine Ahnung. Ich habe schon wieder den Faden verloren. <laughs> ja, also eineinhalb Stunden ist schon wirklich lang zum Reden. Ähm, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich könnte auch stoppen und uns nochmal anhören, aber nein, das mache ich auch nicht. Ja. Äh, äh, ja. Folgt mir einfach auf Instagram und auf YouTube, schreibt schon ganz viele Kommentare. Ah, ja, genau, dass ich ja äh, wegen der Länge des Videos, dass viele sagen, mach längere Videos, eigentlich sollten wir aber kürzere machen. Ne? Und ich habe zwar, weiß ich jetzt nicht, 2000 Views auf einem Video, aber die schauen sich ja nicht fertig an. Ja, also, und ich finde es trotzdem wichtig, mit seiner Community doch in Kontakt zu bleiben. Manchmal antworte ich schneller auf, an, auf, auf äh, Fragen oder Kommentare, manchmal antworte ich auch gar nicht auf Fragen oder Kommentare. Es kommt darauf an, was ich eben zu tun habe, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich nebenbei noch irgendwas anderes, äh, wenn mich irgendwas anderes stresst, ja, dann vergiss ich halt hin und wieder. Ja? Wenn es wichtig ist, könnt ihr mir ein PN schreiben bei, bei Instagram. Entschuldigung, da sehe ich es auf jeden Fall. Außer manchmal ist es in die Nachrichtenanfragen oder in die Nebenordner, das ist auch ganz schlimm. Ja. Ähm, auf YouTube kriege ich zwar auch eine Mitteilung, dass ich ein neues Kommentar habe, äh, was ich mir dann am Handy auch durchlese, wo ich dann aber nicht gleich antworte und dann vergesse ich. Das ist bei mir auch so, wenn man mir WhatsApp schreibt. Alle Leute, die mich kennen, wissen das mittlerweile. Ja? Schreiben meine WhatsApp. So, ähm, wie schaut es aus? Gehen wir am Freitag zum Chinesen. Ich lese das, denke mir, oh ja, wäre cool. Und antworte aber nicht, weil es ist dann gelöscht, also es ist am Handy nicht mehr drauf, also am, am Display. Somit vergesse ich es. Und ja. Und Leute, die mich kennen, wissen mittlerweile, wenn sie mich was fragen. Und sie haben dann bei WhatsApp diese blauen Häkchen, das bedeutet, ich habe es gelesen und sie kriegen dann keine Antwort. Fragen Sie mich noch einmal. Weil sie wissen, sie hat es gelesen, vor zwei Stunden, sprich sie hat gearbeitet, sie hat vergessen. Also fragen Sie mich noch einmal. Das wissen auch schon meine Kunden. Wenn mich meine Kunden per WhatsApp kontaktieren, mit, ähm, keine Ahnung, kann ich am Donnerstag um 14 Uhr kommen, weil mir ist ein Nagel abgebrochen. Ja? Und ich lese das. Schau ich natürlich, wenn ich arbeite, schaue ich nicht gleich in Kalender. Da war sie nicht, wenn ich gerade am Klo sitze oder gerade einkaufen bin. Ne? Also ich bin ja nicht immer zu Hause und bin ja auch nicht immer am Arbeitsplatz. Ja, das kann dann echt passieren, dass ich vergesse. Und die wissen das und die melden sich dann nochmal. Da kommt dann nur mehr, juhu oder hast vergessen oder weißt schon was, bist du zu Hause, wo ich mir denke, scheiße, wie peinlich, ja. Aber ja, ja, ja. Auf Instagram ähm, Sehe ich es eher, was auch noch keine Garantie ist, dass ich es beantworte, weil da kann man natürlich das Gleiche passieren. Ah, Stichwort: die Andrea hat mir auf Instagram geschrieben. Oder WhatsApp, ich weiß gar nicht. Ja, das sollte ich auch mal antworten. Äh, ja, aber es ist, glaube ich, ein bisschen gescheiter, mich auf Instagram zu kontaktieren, wenn man irgendwelche Fragen hat, ja, äh, dass man dort eine Antwort bekommt. Obwohl ich glaube, dass ich unter den Videos die Fragen eigentlich auch relativ gut beantworte. Ich meine sicher keine 100 aber, aber sicher so 70, 80 Prozent 80 der Fragen beantworte ich unter den Videos. Vor allem, wenn es aktuelle Videos sind. Wenn sie mich was fragt so auf einem Video, was schon sehr, sehr alt ist, das ist dann noch schlimmer. Da sehe ich dann die Frage, erinnere mich vielleicht sogar noch dran, weil es eine tolle Frage war, und dann finde ich sie nicht mehr, weil ich nicht mehr weiß... Bei welchem Video das war? Ja, ich weiß, ihr könnt das nachschauen, aber. Ja. Ja, es tut mir leid. Ich hatte mich da gerade als Arschloch, gell? Es tut mir leid. Ja, wenn ich es dann nicht mehr finde, dann weiß ich auch nicht, weil ich habe im E-Mail-Ordner e steht dann nur drinnen: YouTube, du hast einen neuen Kommentar. Da steht aber nicht im Betreff drinnen, für welches Video. Da müsste ich wieder jedes E-Mail aufmachen, damit ich weiß, bei welchem Video ich dieses Kommentar habe. Ja, und wenn ich viele äh, Dinge kriege, Kommentare, dann müsste ich jedes offen machen. Ne? Also ja, könnt ihr mir die Frage nochmal stellen im neuen Video oder auf Instagram <laughs> oder auf Facebook. <laughs> Ja, jetzt, ich, mir versagt schon die Stimme, aber wir sind schon bei einer Minute, eine Stunde und 16 Minuten von, von 21. Wir haben nur mehr fünf Minuten. Mädels, wir haben es geschafft. Und Jungs, Mädels und Jungs, ich dachte, die Jungs hätten nicht vergessen. Ähm, ja, also, ich wollt, eigentlich wollte ich mich bei euch bedanken. Ja? Also, ich danke euch recht narrisch, ja, all meinen Abonnenten und auch alle, die immer wieder schauen und immer wieder äh, kommentieren und immer wieder schreiben. Also, ich, ich, ich will euch nicht beim Namen nennen, weil dann vergesse ich immer irgendwann. Aber die Miri schreibt immer urlange Kommentare. Das finde ich immer total süß. Ja? Ich finde das immer total nett, wenn ich lange Kommentare kriege. Ja? Und da kriege ich dann auch immer schlechtes Gewissen, wenn ich mir denke: Okay, da muss ich jetzt auch länger zurückschreiben. Ja? Was, was, was könnte ich schreiben? Was könnte ich sagen? Ja? Also, ja. Vor allem, wenn es dann nur ist, dass es, ähm, wenn sie mir was erzählt von euch, was ich immer total spannend finde, ja, wenn man jetzt irgendwas sagt, ja, ich habe das und das und das, mhm. okay, toll. Ja, aber wenn ich dann nur schreibt, ah, super, ja, bin ich mir auch vorst verkommen, ja. Ja, also ich freue mich über jedes Kommentar. Ich lese auch jedes Kommentar und wenn's, wenn ich nicht ganz verpeilt bin, antworte ich auch auf die Kommentare. Ja. Ich habe auch. Ich habe ganz am Anfang, wie ich die Küche geputzt habe, habe ich einen Stein in die Kamera gehalten. Hells, das war übrigens für dich. Ich habe es auch dazu gesagt, aber ich habe den Ton dann rausgeschnitten. Insofern weiß ich es nicht. Also Hells, falls du noch da bist, der Stein, den habe ich bekommen. Also das ist keiner von diesen Storoas oder wie das heißt. Man findet ja überall Steine, angemalte. Den habe ich so bekommen als Geschenk von einer Schulkollegin von der Psychoschule. <laughs> Was sagt das jetzt über Steinmaler aus? Nein, also das war keiner, den man irgendwo wieder aussetzen muss. Das war ein, ein für mich gemachter. Weil es gibt überall diese Steine, die so liegen, wo die Leute die Steine anmachen, wo es echt das Sachen gibt. Und ich habe letztens erst wieder einen gesehen, habe ihn aber nicht mitgenommen, weil ich nicht wusste, wo ich ihn hinlegen soll. Und die muss man dann mitnehmen und muss man dann woanders hinlegen. Und am besten ist, du postest ihn auch noch auf Facebook, auf dieser Seite oder auf Instagram, was weiß ich. Ja. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren fast eineinhalb Stunden. Ja, ich habe zwei Tage an diesem Video geackert und es waren fünf Stunden Videomaterial. Ich habe fünf Stunden die Hütte geputzt ja, und habe nicht mal alles aufgenommen. Ja. Also, ja, der Oscar goes to Bibi for President. So Leute, ich bin fertig. Viel gesund. Ich habe jetzt zwei Tage an der Hütte gewinnen. Vielleicht ist es euch auch aufge aufgefallen beim Badezimmer, habe ich dann ein bisschen der, der Ehrgeiz und die Motivation verlassen. Eigentlich wollte ich auch das Kastel vorschieben und das Fenster putzen, aber auch halt rennt Und dachte, na ist wurscht. Ja. Es ist war interessiert mich ganz mehr, nicht mehr. Ich äh, transpiriere auch ein wenig. Es ja, ist kein Wunder, wenn ich mit dem Dampfreiniger überall dumm fahre. Aber ich kann jetzt sagen, die Hütte ist jetzt sauber. Es ist jetzt. Äh, Kurz vor 12, was ist heute? Heute ist Mittwoch, äh, noch ungefähr eineinhalb Stunden, weil dann kommen die Jungs nach Hause. Ja, das war's dann. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ja selbst gespannt, wie lange dieses Video gedauert hat, weil ich habe gestern schon äh, zweieinhalb Stunden Material auf dem Laptop gespielt und um mal schauen, wie lange das heute noch ist. Ja. Ähm, ja. Vielleicht wird es ein, ein, ein Blockbuster-Länger, ja, möglich, kann man sein. Kann, sein. Ja, kann man in der Zwischenzeit schon mal überlegen, über was ich im Voice-over plaudern werde. Vielleicht über die Schlappigkeit meiner Mitbewohner. Egal. Ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, schreibt es euch doch bitte unten in die Kommentare rein. Folgt mir gerne auf Instagram, obwohl ich da diese Woche ein bisschen, bisschen schleißig war und letzte Woche war, ja, egal. Äh, Immer wieder kommt halt was, ja, sowohl hier als auch da. Und an den Kochvideos bin ich dran, ich habe nur noch nichts gekocht. Das <laughs> sind die letzten vier Tage, ja. Aber heute werde ich was kochen, mal schauen wir mal. Ähm, ja, was? Ich würde sagen. Wir sehen uns in ein paar Tagen beim neuen Video. Bis dann, bye Baba.